Heute bereiten wir wunderbare vegetarische Gerichte vom Grill zu. Ideal für jede Sommerparty. Für die, die kein Fleisch essen, wollen ja auch mal was vom Grill essen. Ein Stück Schafskäse, etwa 150 Gramm. Das legen wir auf die Folie. Darauf kommt frischer Rosmarin. Dann ein paar getrocknete Tomaten in Öl eingelegt. Und ein paar Oliven. Jetzt noch etwas Olivenöl darauf. Hier fest verschließen. Das Ganze braucht etwa 10 bis 15 Minuten, bis der Käse weich ist. So, als nächstes machen wir die Kartoffelspieße. Dazu haben wir Mini-Kartoffeln. Die habe ich im Vorfeld schon mal etwa 5 bis 6 Minuten kurz blanchiert, dass die etwas weicher sind. Die werden halbiert, dann auf die Spieße gesteckt. Jetzt beträufeln wir das Ganze mit Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer aus der Mühle. Etwas abgeriebene Zitronenschale und klein geschnittener Salbei. Das Ganze kann man etwas ziehen lassen, 10 bis 15 Minuten, dass die Gewürze ein bisschen einwirken können. Dann legen wir das mit auf den Grill zu dem Käse und lassen das 5 bis 6 Minuten auf dem Grill. So, als nächstes machen wir den Avocado-Dip. Dazu brauchen wir ein hohes Gefäß, Avocado, etwas frischer Zitronensaft und Salz und Pfeffer. So, zuerst werden wir die Avocado schälen. Ich persönlich bevorzuge die Sorte Avocado Hass, da die immer sehr schön weich ist und sich gut verarbeiten lässt. Dann entfernen wir den Kern. Am besten lässt sich die Avocado mit einem Löffel aushöhlen. Einfach mal durchfahren und schon ist die Avocado draußen. So, etwas frischer Zitronensaft dazu, damit die Avocado nicht braun wird. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und das Ganze mit dem Pürierstab pürieren. Man kann das wunderbar als Dip dazu reichen. Als nächstes legen wir die Spieße auf den Grill, die goldgelb sind. Die Käse einfach drauf liegen lassen, nicht wenden, weil wenn man den wendet, dann läuft dann hier oben das ganze Öl raus und dann fängt der Grill an zu brennen. Das heißt, wenn der von unten Hitze kriegt. So, die Spieße immer mal drehen, dass sie von allen Seiten goldgelb werden. Wenn man sich nicht sicher ist, ob die Kartoffeln schon weich sind, einfach mal mit einem Messer kurz reinstechen und prüfen, ob die weich sind. Noch 2-3 Minuten und dann sind die Kartoffeln weich. Deswegen ist es auch günstig, die etwas vorzublanchieren, da brauchen sie dann nicht mehr ganz so lange auf dem Grill. Inzwischen ist alles gut gegrillt. Wir würden jetzt zum angenehmen Teil kommen, das Anrichten und das Essen. Einfach ein bisschen Rucola auf den Teller, die Spieße darauf, dann das Päckchen mit Folie auf den Teller, oben etwas aufreißen und schon haben wir einen wunderbaren vegetarischen Grillteller. Mit Kartoffelspießen, mit Zitrone und Salbei mariniert, Avocado-Dip und Schafskäse in Folie gegart mit Oliven, getrockneten Tomaten und frischem Rosmarin. Viel Spaß beim Nachmachen, schmecken lassen und bei Fragen oder Anregungen gerne Kontakt aufnehmen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de